Manche Leute haben richtig Lust auf Frühjahrsputz. Macht Sinn. Schau dir den ganzen kostenlosen Schleim an. Oh oh. Oh, jetzt willst du also dein Grünzeug essen. Hier ist eine Idee. Nimm ein paar Chiasamen. Vermenge sie mit Wasser zu einer Paste. Ein bisschen Zucker kann natürlich auch nicht schaden. Und etwas Lebensmittelfarbe. Ich sehe, das Mädchen mag grün. Jetzt hast du deinen Schleim und kannst ihn auch essen. Und davon gibt es reichlich. Ah, der Strand. Wer will nach einem vergrabenen Schatz suchen? Könnte hier Gold drin sein? Hm. Wohl nicht. Oh nein, dein Lutscher ist ganz kaputt. Hey, ich sagte, er ist ganz ruiniert. Keine Sorge, Oma hat genau das Richtige für dich. Dein neuer kleiner Kumpel wird den Sauger für dich halten. Oh nein, deine Banane. Und wie bekommst du jetzt dein tägliches Kalium? Warte, nicht essen. Hier ist was, das helfen sollte. Das ist kein gewöhnliches Schaf. Es ist ein Bananenschäler. Leg ein frisches Bananenstück hinein und kurble den Schwanz an. Sieh mal, ein neuer Anstrich. Und es ist köstlich. Oh nein, deine Hand. Ich kann nicht hinsehen, aber auch nicht wegschauen. Diese armen Karotten. Zum Glück ist Mama gut vorbereitet. Diese süße kleine Katze hält die Tür einen Spalt weit offen. Oh, hübsch gehen. Packen wir also deine Sachen. Ah, du hast dein Spielzeug im Sand liegen lassen. Aua! Sei froh, dass es nur Sand ist und kein Kieselsteinstrand. Du könntest deine Schuhe wieder anziehen. Oder aber... Verwandle dieses Pop-It-Spielzeug in ein neues Paar Flipflops. Ja, wir haben hier viel Spaß. Tja, wenn der Schuh passt, zieh ihn an. Und schnapp dir das Spielzeug. Und nicht nur die Meerjungfrau. Du hast da was zwischen den Zähnen. Schon gut, wir haben Zahnstocher. Hoppla. Okay, wer hat das Stachelschwein wieder reingelassen? Hm, da muss es doch was Nützliches geben. Aha, dieses kleine Vögelchen ist ein Zahnstocherspender. Öffne es und lege alle Zahnstocher hinein. Der Vogel hebt sie für dich auf. Jetzt machen wir dich fit für den Fototag. Wow, weißt du, es hilft auch, das Essen zu kauen. Was sollen wir jetzt mit all diesen Zahnstochern? Hm, Zeit für eine kleine Süßigkeitenpause. Dieses Mädchen steht viel zu sehr auf 52, heb auf. Na, wenigstens hast du ein paar gefangen. Oh oh. Ich glaube, ich habe den Schokoriegel gefunden. Versuch ihn nicht auf die Couch zu schmieren, ja? Keine Sorge, wir machen eine neue Leckerei. Sobald du die Toppings deiner Wahl dazugegeben hast, kannst du den Rest der geschmolzenen Schokolade drüber gießen. Fast fertig. Wir müssen es nur noch einfrieren. Okidoki, jetzt ist es ein leckerer Schokodino. Ich frag mich, ob er nach Huhn schmeckt. Man sagt mir, sie seien sowas wie Cousins.
Wer ist bereit für ein paar pochierte Eier? Na dann, wart mal ab. Hey, noch ein hilfreicher tierischer Freund. Eine Schildkröte. Schlag einige Eier auf und wirf die Schalen weg. Jetzt gib sie in ein schönes Bad. Mach ein Whirlpool draus. Sieht gut aus, aber auf Toast sehen sie noch besser aus. Jetzt muss Mama Schildkröte zu ihren anderen Eiern zurückkehren. Ah, leckere Kekse und Hafermilch. Und eintauchen. Oh je, du steckst fest. Naja, kein Grund zu weinen. Egal. Vielleicht kann diese Giraffe helfen. Einfach einen Keks hineinlegen und eintauchen. Funktioniert auch bei Milch, Zuckerguss und Streuseln. Aber nicht den eigentlichen Spaß vergessen. Das Essen. Weißt du, Kuchen ist normalerweise nicht knusprig. Das hier ist für die Eierschale. Gib das Ei in den Eieröffner. Öffne die Schachtel und sie ist geknackt. Die Schale bleibt direkt in der Schachtel. Wenn nur der Rest der Eier an Ort und Stelle bliebe. Kekse frisch aus dem Ofen. Und bereit für ein wenig Deko. Aber wenn wir wollen, dass sie gut aussehen, dann brauchen wir ein wenig Hilfe. Leg eine Schablone auf den Rahmen und schließe ihn. Gib Zuckerguss drauf und streich ihn glatt. Wenn du fertig bist, nimm ihn weg und das Design bleibt erhalten. Hoffentlich schmecken sie so gut, wie sie aussehen. Mmh, lecker. Heb mir einen blauen auf, ja? Küre, wer hätte gedacht, dass es auch Zähl-Limo gibt? Zeit, die extra starke Zahnpasta rauszuholen. Komm schon, nicht mal Queen Bess konnte schwarze Zähne zeigen. Aha, süß funktioniert einfach immer. Wenn das nur auch mit Mundwasser gehen würde. Wow, es macht die Arbeit für dich. Oder vielleicht schüttelt sie nur den Kopf. Süßigkeiten nach dem Zähneputzen? Dieses Mädchen ist ein harter Brocken. Brauchst du ein Glas? Oh, schätze nicht. Ein Flaschenlöffel, der lang erwartete Nachfolger des Göffels. Und es bleibt schön stehen. Wie praktisch. Mit einem kleinen Löffel landet es auch wirklich im Mund. Es ist an der Zeit, deine Hände zu waschen. Sie rutscht, rutscht und weg. Tja, ich greife sicher nicht danach. Wieder einmal rettet uns ein süßes Kerlchen den Tag. Man sollte die Macht der Niedlichkeit nie unterschätzen. Trag einfach etwas Flüssigseife auf und los geht's. Jetzt können wir etwas Spaß haben. Holt die Dinos raus! Okay, wie bekommen wir das auseinander? Oh toll, ein Gadget. Eines, das deine Haare für dich flechtet. Hänge einfach die Strähnen ein. Gut, dass sie nichts bemerkt hat. Wenn Gadgets versagen, ist es Zeit für einen Lifehack.
Schon sind die Zöpfe einsatzbereit. Hier fehlt noch etwas Zimt. Oh oh, zu viele Köche und eine ganze Menge Salz. Also zu ihrer Verteidigung, Ketchup schmeckt mit allem. Zum Glück haben wir eine Mini-Küche für sie. Gib einfach Teig rein und schau, was herauskommt. Was für tolle Formen und Farben. Keine Sorge, sie wird es nicht essen. Sie weiß, wo Mama das gute Zeug versteckt. Armes Ding, ihr geht es nicht so gut. Hustensaft kann helfen, wenn er doch nur besser schmecken würde. Ein Mini-Wasserspender? Nun, es ist wichtig, hydriert zu bleiben. Ah, verstehe. Wir füllen ihn mit dem Hustensaft. Schätze, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Im Gegenteil. Frag nur nicht nach Nachschub. Oh nein, die ganze Familie wird krank. Hab doch gesagt, dass sie Mamas Geheimversteck kennt. Sie ist nur sauer, weil sie nicht zuerst dran war. Wenn sie nur Gemüse genauso sehr mögen würde. Oder besser noch, andersherum. Mit etwas Tarnung ist diese Paprika das perfekte Versteck für Süßigkeiten. Du musst wahrscheinlich etwas schneller arbeiten. Oder einfach Süßigkeiten schon im Gemüse kaufen, wenn es das gibt. Oh, das war schnell. Aber den Boden nicht vergessen. Tja, da bleibt dir wohl keine Wahl. Was für eine süße kleine Kaktusfamilie. Ja, der Schein trügt. Keine Sorge, einmal pumpen und du bist so gut wie neu. Schätze, sie ist über die Gurken hinweg. Hey, pass auf! Ah, sind die Süßigkeiten okay? Bitte sagt mir, dass es ihnen gut geht. Ein auslaufsicherer Teller. Der ist wie für sie gemacht. Und schau, da ist sogar ein Sieb dabei. Nach all den Snacks ist es doch schön, eine gute Mahlzeit zu haben. Oh, wir sind erst beim Frühstück. Was für ein langer Morgen. Zum Glück hat Oma die Antwort, sozusagen. Wir fädeln einfach ein paar Cornflakes auf. Jetzt kann sie es tragen und unterwegs essen. Oder einfach sofort. Nein, das ist keine gute Haltung. Klar, gute Körperhaltung bringt halt keine Punkte. Aber diese Mutter scheint für alles eine Lösung zu haben. Einfach befestigen und das Kind drauf ausruhen. Und jetzt kann Mama sich entspannen und ihre Cheatcodes teilen. Ich mag Süßigkeiten genauso gerne, aber das hier ist ein Déjà-vu. Und wieder hat sie alles verschüttet. Wie gesagt, Déjà-vu. Zum Glück hat Mama im Schuhladen genau das besorgt, was wir brauchen. Zeit, den Kunstunterricht zu nutzen.
Es ist ein Gesicht, und zwar ein überraschtes. Verstehe, so kann sie die Box füttern. Aber am meisten Spaß macht es mit den runden Bonbons. Sie hat so viel Spaß, dass sie das Essen vergessen wird. Sei vorsichtig, manche Dinge bleiben besser verborgen. Ich hoffe, das war hilfreich für Eltern von kleinen Engeln. Bis zum nächsten Mal.